3 Gänge an 3 Locations in 3 Stunden. So bewegt sich das fahrende Diner durch München. Bevor es losgeht, Bestellungen aufgeben. Hallo, da ist die Laura vom Dinnerhopping. Im Il Signo nimmt Benedetto die Bestellung der Hauptspeise entgegen. Er ist der Chef des Restaurants und legt sofort los. Hier wird gemacht die Pizza von dem Bus. Das ist unser Nebenraum, wo wird alles vorbereitet. Leider hat er die Teig verpasst, weil den Teig muss man schon vorher vorbereiten. Das dauert wieder 3/4 Stunde, bis die Teig in Ruhe kommt. Und dann fängt man an, die Pizza zu machen. Wird ein bisschen gearbeitet, wird so gemacht. Und so ist es unsere Pizza. Pizza dello Chef, la sperimentata Benedetto. In der Zwischenzeit ist der Bus schon bei der Vorspeise angekommen. Nach dem ersten Gang geht es weiter, quer durch München. Ins Rollen gebracht wurde das Dinnerhopping von Christian Fragner. Er sucht auch die Restaurants aus. Im Prinzip nach der Auswahl Probe essen, schauen, ob wir da halten können. Und dann mit dem Chef mal geredet, das Personal angeschaut. Also beim Il Signo hat mir halt das typisch Italienische gefallen. Also wenn man da reingeht, meint man, man ist in Italien. Und genauso cool sind die Kellner drauf, das Essen ist perfekt, ich kann super halten. Also die haben halt alle Kriterien erfüllt und die alle mit 1+. Und was will man mehr? Das Il Signo in der Wörthstraße ist dann auch schon die nächste Haltestelle. Hier sind die Vorbereitungen schon in vollem Gange. Für die Pizza Lo Chef muss der Teig in die richtige Form gebracht werden. Dann wird er mit Tomatensauce bestrichen und mit Mozzarella bestreut, bevor er mit den anderen Pizzen im Steinofen ein paar Runden drehen darf. Die Rundfahrt im Bus geht mitten durch die Innenstadt. Was die Fahrt so besonders macht, ist mehr als die Fülle an Sehenswürdigkeiten und gutem Essen. Also das besondere Feeling beim Dinnerhopping ist einfach, in diesen Oldtimer-Bus zu fahren, dieses Old-Style zu erleben. Die Leute schauen, wenn wir durch die Gegend fahren, jeder winkt und sagt Hallo und schau da. Und ja, eigentlich möchte jeder mitfahren und die Gäste sitzen drin und deswegen ist das natürlich schon ein sehr cooles Gefühl. Dann ist es soweit. Der Dinnerbus kommt am Il Signo an, wo die letzten Schritte auf Hochtouren laufen. Jetzt kommt die Pizza raus und jetzt kommt die ganze zu treten, ganz frisch zu treten. Rucola. Olio. Dann kommt Salame. Und am Ende kommt unser Parmesan-Käse. Und jetzt fahren wir zum Bus. Vai, vai, du, pure al Bus. Piano, piano, dai, vai. Und wie war es bis jetzt? Ich bin begeistert. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Also mir hat es in Kombination sehr gut gefallen. Die Fahrt mit den Sehenswürdigkeiten und dem Essen zusammen war einfach sensationell. Sehr schön. Das Restaurant rollt noch weiter, dem süßen Abschluss entgegen. Wer auch mal kosten möchte, kann sich im Internet auf den Geschmack bringen lassen.